Es ist ein verhaltener Auftakt zum Präsidentschaftswahlkampf in Algerien. Die Wahlbehörde hat 5 Kandidaten zugelassen. Sie alle sind Teil der alten Elite, gegen die die Bevölkerung seit Monaten protestiert. Abdelkader Bengrina war in den 90ern unter dem im April geschassten ehemaligen Präsident Abdelaziz Bouteflika Tourismusminister. Der 57-Jährige ist zudem der einzige Kandidat einer islamistischen Partei. Zu seinem Wahlkampfauftakt am Sonntag kamen nicht nur Unterstützer, sondern auch Gegner. Auch der Kandidat Ali Benflis wurde in Tlemcen im Nordwesten des Landes nicht nur bejubelt. Benflis war Ministerpräsident unter Bouteflika und trat bei Präsidentschaftswahlen in den 2000er Jahren mehrmals vergeblich gegen diesen an. Er versprach, das Parlament aufzulösen und eine neue Verfassung voranzubringen, sowie von den Demonstranten gefordert. Abdelaziz Belaid ist der einzige Kandidat, der bisher keiner Regierung angehörte, begann seine politische Karriere aber in Jugendorganisationen, die die Regierung Bouteflika unterstützten. Er kündigte an, vor allem gegen die Korruption im Land vorgehen zu wollen. Ebenfalls zur Wahl stehen Azzedine Mihoubi, noch bis März Kulturminister unter Bouteflika, und Abdelmadjid Tebboune. Tebboune hatte in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Ministerämter inne und war 2017 für kurze Zeit Ministerpräsident. Die Protestbewegung Hirak lehnt die Wahl am 12. Dezember ab. Die Regierungsgegner fordern einen echten politischen Neubeginn.